befürwortet wurde und die Geschichten über die Sterne geschaffen wurden, war auf dem Modell der geozentrischen flachen Erde gegründet, bei dem sich alle Sterne um uns drehen. Also, wenn überhaupt, so gibt die flache Erde der Astrologie ihre Bedeutung wieder und zeigt, dass die Erde ausschlaggebend ist und sich alle Himmelskörper um uns drehen, was unsere Wichtigkeit bezeugt. Wie es Shakespeare in seinem Stück »Wie es euch gefällt« ausdrückt, die ganze Welt ist eine Bühne und alles steht hier für uns bereit, ist für uns geschaffen worden und wir sind die Darsteller. Gott kann man sich als das höchste Bewusstsein vorstellen, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, den es bereits vor Raum, Zeit und Materie gab, der diese Yin-Yang-Welt der Dualität und Illusion schuf, in welcher wir von unserer ursprünglichen Einheit, von unserem Gott getrennt wurden und in diese dualistischen Körper von Mann und Frau unter einem Himmel mit Sonne und Mond in einer Welt von Gut und Böse gesteckt wurden, in der wir unser subjektives Bewusstsein fragen müssen, ob wir uns entscheiden, zu den Gipfeln des Guten emporzuschwingen oder in die Tiefen des Bösen hinabsteigen zu wollen. Und das ist das, was wir hier darstellen. Wir sind alle subjektive Teile von diesem einen Bewusstsein, das uns schuf, damit wir hier in dieser Weltbühne spielen und unsere Erfahrungen sammeln. Diese Bühne, die für uns bereitet wurde, und diejenigen, die sie momentan beherrschen, sind damit beschäftigt, dich nicht daran glauben zu lassen, dich zu überzeugen, dass du nur ein unbedeutendes Staubkorn bist, dein Leben keinen Zweck hat, du nichts als ein Sklave und ein Konsument bist und dass die Gesellschaft auf Genusssucht, Eigensinn und Individualität aufgebaut sein sollte, anstatt auf geistigen Werten. Und natürlich verwenden die Herrschenden die Religion, um die Spiritualität zu kontrollieren, sie in dogmatische Käfige zu stecken. Sie sagen, du musst dich für eine unserer Religionen entscheiden, mit der wir dich glücklich machen. Glaubst du nicht an unser atheistisches, nihilistisches Weltbild, den ganzen Unsinn mit der rotierenden Erdkugel? Und du kannst dich nicht von der Vorstellung einer intelligenten Gestaltung der Welt trennen? Na gut, hier haben wir Brahma, hier haben wir Jesus, hier haben wir noch Mohammed für dich. Und wir haben noch viele weitere Manifestationen von Göttern, an die wir dich glauben lassen können. Und dann stecken wir dich halt in einen von diesen Gedankenkäfigen hinein, damit du nicht deinen eigenen Verstand einsetzt, dein eigenes kritisches Denken und in deinem eigenen Leben dein eigenes spirituelles Bewusstsein entwickelst und weiterentwickelst. Wir wollen dich in diesem kleinen Käfig behalten. Wenn du aus dem Käfig der modernen Pseudowissenschaft fällst, dann fangen wir dich in den islamischen, judäisch-christlichen, buddhistischen oder was auch immer Käfigen auf, um dich zu integrieren. Wie du sagtest, Mel, die Opposition kontrollieren. Sie kontrollieren alles. Wo immer du dich auch auf der Suche nach dem Zugang zur Wahrheit hinwendest, dort stehen sie schon längst als Torwächter, die dafür sorgen, dass du nicht zur Wirklichkeit durchdringst. Ich rate daher, suche nicht mit ihrer Hilfe danach, finde es selber einfach heraus. Keine Religion hat die Antwort, die moderne Wissenschaft nicht, ich habe sie nicht, Mel, du hast sie auch nicht. Du selber hast sie jedoch. Du selber bist dein ganzes Leben lang dafür zuständig, nicht irgendeine dogmatische Erklärung oder irgendein Gerücht anzunehmen, sondern stattdessen jeden Tag dein eigenes Verständnis der Welt zu entwickeln. Wenn du immer gescheiter wirst, wenn du dein eigenes Gespür und eigenes Urteilsvermögen einsetzt, um die Welt um dich herum zu verstehen, und dies ist dann deine Religion, dein Weltbild, deine Spiritualität. Nenne es, wie du willst. Es liegt nur an dir, dies herauszufinden. Und wenn du es anderen überlässt, egal wie gut sie es mit dir meinen, Christen, Buddhisten, wer auch immer, das ist nur deren Erfahrung, nicht deine eigene. Sicher, lies ihre Werke. Ja, lerne von ihnen, jedoch die Erfahrung oder die Religion von jemand anderem zu übernehmen, zu bekennen, ich bin Christ, ich bin Moslem, und dann das tun zu müssen, was alle Christen, Moslems und so weiter tun, und was in dem jeweiligen Glaubensbuch steht, engt dein Leben plötzlich ein, macht es zu einem winzig kleinen Käfig und alle Gedanken und Taten müssen sich nur nach diesem einen Buch richten, die Bibel oder was auch immer. Es gibt Millionen gute Bücher. Wie kannst du da ein einziges auswählen und sagen, das ist es, das hier mag ich. Ab jetzt sage ich, dass ich alle Antworten auf alle Lebensfragen in diesem Buch finden werde, ganz egal, was du mich auch fragst. Was möchtest du wissen? Ich schaue nach. Du schlägst beispielsweise die Bibel auf, Matthäus 7, 24, liest dir ein symbolisches, metaphorisches Gleichnis durch, dessen Sinn man drehen und wenden kann, wie man immer möchte, und da hast du dann deine Antwort auf eine Lebensfrage gefunden. Und dann beginnen die Leute ihr Leben an diesem Buch auszurichten, anstatt sich ihres eigenen Hirns und kritischen Denkens zu bedienen.
Sie verwenden einfach altertümliche Metaphern und behaupten, dass sie irgendetwas beweisen würden. Die Bibel kann auf diese Weise beweisen, was auch immer du willst. Es gibt in ihr Abschnitte, die aussagen, dass die Tiere vor Adam und Eva geschaffen wurden. Und es gibt Abschnitte, die aussagen, dass Adam und Eva vor den Tieren geschaffen wurden. Es gibt Passagen darin, die sich vollkommen widersprechen, wie bei den meisten Glaubensbüchern. So ist die Wirklichkeit nun mal. Wir können uns nicht auf die Einstellung von jemand anderem verlassen. Wir müssen uns auf unsere eigene verlassen. Darauf möchte ich hier hinaus. Manche Leute belästigen mich, indem sie versuchen, mir ihre Meinung aufzuzwingen. Mehr jedoch stören mich die Leute, die sagen, Mel, schau nicht dorthin, öffne nicht diese Tür, weil sich nichts dahinter befindet. Das regt mich richtig auf. Ich treffe ständig Leute, die sagen, erforscht nicht die flache Erde, sie ist nur ein Ablenkungsmanöver. Schaut mal, liebe Leute, ich möchte nur antworten. Ich möchte den Schleier lüften. Wenn es sich nach all den Interviews, die ich mit Eric Dubay und vielen anderen führte, herausstellt, dass wir auf einer Kugel leben, ja, dann ist es halt so. Wenn ich jedoch zu diesem Zeitpunkt auf einen hohen Berg steige oder in einem Flugzeug aufsteige, dann sehe ich keine Krümmung. Alles, was ich zu sehen kriege, sind mit einer Fischaugenlinse gemachte Fotos. Und diese sind es dann auch, welche die Leute anschauen und sagen, die Erde ist kugelförmig, man kann es auf diesen Fotos sehen. Lasst mich doch bitte meine eigenen Nachforschung anstellen. Eric, hast du diese Tauchfahrzeuge gesehen, die weit hinab in die Tiefsee fahren und dort erstaunlicherweise Bäume, Blätter, Wasserfälle und Flüsse am Meeresgrund vorfanden? Hast du das auch gesehen? Ich habe eine Dokumentation des Tiefseeforschers Mike de Grey gesehen, in welcher er beschrieb, wie er in die Tiefen des Golf von Mexikos hinunterfuhr, einer der tiefsten Orte im Atlantik, und so etwas wie einen See sah, auf dem so etwas wie Dampf aufstieg und, wie du sagtest, kleines Grünzeug und sowas auf ihm. Sie wollten mit ihrem Fahrzeug in den Unterwassersee hineintauchen oder was immer er sein mag. Und als sie es versuchten, prallten sie von seiner Oberfläche ab. Er war so salzhaltig, dass man mit dem Tauchfahrzeug aus Metall nicht eindringen konnte, als ob es da so eine Art andere Ebene von besonders salzhaltigem Wasser unterhalb der Meere, unterhalb der Meeresspiegel gibt. Wie du weißt, Mel, erzählen die Bibel und andere Glaubensbücher tatsächlich so etwas. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel heißt es, dass Gott das Wasser unter den Festen von dem Wasser über den Festen scheidet. Eines der ersten Dinge, die Gott tat. Was bedeutet dieser Vers im ersten Kapitel im ersten Buch Mose? Es ist interessant zu projizierten Hintergrund aus LCD-Bildschirmen, welche die fiktive Erdkugel unter ihnen zeigen. Und wenn sie innerhalb ihrer angeblichen Raumstationen sind, fliegen sie in Wirklichkeit in Zero-G-Flugzeugen, die ausgeräumte Linienmaschinen sind, welche parabolische Flugmanöver ausführen, die den Darstellern an Bord eine Art kurzzeitiger Schwerelosigkeit ermöglichen, welche sie herausschneiden und in ihre Weltraumfilmchen einfügen, um dem Zuschauer die Illusion der endlosen Schwerelosigkeit zu zeigen. Die Leute fragen mich oft, nun, wenn es so ist, dass man die Schwerelosigkeit nur für einen kurzen Zeitraum aufrechterhalten kann, wie kommt es dann, dass die ununterbrochene Minuten lange Aufnahmen haben, wie Leute in der ISS schweben? Nun, das kommt daher, weil sie die meisten längeren Aufnahmen mit Greenscreen-Technik und Halteseilen machen und nicht an Bord der Zero-G-Flugzeuge. Man wird bei den Aufnahmen, bei denen sie länger freischweben, feststellen, dass sie diese zusammengefügt haben. Wahrheitssucher haben sie dabei entlarvt, wie sie die freimaurerischen Darsteller aus- und wieder einblenden, wenn man die Aufnahmen von den letzten Abschnitten jeweils zu den letzten Einzelbildern verlangsamt. Die Schwindler teilen die Aufnahmen auf, um die Illusion von längerzeitigem Bildmaterial zu erzeugen. Sie schweben in ihren NASA-Flugzeugen, um die Welt zu belügen, dass sie im Weltraum wären. Das sind einige ihrer Tricks, die sie anwenden, um die Leute denken zu lassen, dass ihr gottloses Weltbild des unendlichen Universums Wirklichkeit ist. Da wir von Illusion sprechen, möchte ich den Hollywood-Film Gravity erwähnen. Ich denke, ich habe bereits im vorigen Interview mit dir gesagt, Eric, dass der Regisseur des Films, Alfonso Cuarón, auf der Pressekonferenz von einem Reporter gefragt wurde, Mr. Cuarón, wie haben Sie das geschafft mit dem Film? Wie viele Monate waren Sie da oben im All und haben den Film gedreht? Und Cuarón biss sich ein wenig auf die Zunge und dachte sich wohl, meint der Kerl das ernst? Er antwortete, nun, wir möchten den Russen dafür danken, dass sie unserer Crew gestatteten, für einen Monat dort oben zu filmen und so weiter. Und der Reporter nahm ihm das ab. Wir erwähnten ja schon, wie viele Leute der Filmindustrie glauben. Und wenn sie denen schon glauben, dann müssen sie auch der NASA glauben.
Das stimmt. Man schaue sich nur an, wie überzeugend Hollywood mit Filmen wie Gravity scheint. Wenn Hollywood dich schon in einem Studio so gut überzeugen kann, dass sie sich im Weltall befinden, warum kann die NASA dann nicht dasselbe die letzten 50 Jahre über getan haben? Mit Milliarden Dollar aus Steuergeldern. Nicht etwa nur Millionen, sondern Milliarden. Geradewegs in einem CGI-Fass ohne Boden verschwunden. Sie schaffen es, dass wir glauben, sie schweben dort oben im Weltall, indem sie diese Kameratricks und Effekte anwenden. Beim Fallschirmspringen zum Beispiel ist jedoch unsere Erfahrung, dass egal wie hoch hinaus wir auch kommen, wir unmittelbar zur Erde zurückfallen. Wie ich sagte, die Raketen machen parabolische Kurven und kommen dann zurück zum Boden. Mit einem Flugzeug kannst du versuchen, in einem Bogen so hoch zu fliegen wie möglich, doch irgendwann kommt man an den Punkt von ungefähr 30 Kilometern, bis es nicht mehr geht, und dann wirst du unweigerlich zurück zur Erde kommen. Wie kommt es, dass diese Erdkugeltheoretiker behaupten, dass sie immer weiter aufsteigen könnten und dann einfach anfangen zu schweben? Wo ist denn dieser magische Punkt der Schwerelosigkeit in der Atmosphäre? Das können sie dir auch nicht sagen. Ganz egal, wie hoch man auch hinausgeht, man wird stets zurück zur Erde kommen. Die Globalisten behaupten jedoch, dass es irgendwo dort oben diesen magischen Punkt gibt, an dem Objekte bis in alle Ewigkeit schweben können, worauf ihr Raumfahrtsschwindel basiert. Was hat es mit diesem Van Allen-Gürtel auf sich? Zwei Strahlungszonen, die innere 700 bis 6000 Kilometer und die äußere 15.000 bis 25.000 Kilometer Strahlung, so wird uns erzählt. Also um zum Mond zu fliegen, müssten die Astronauten hindurch und wieder zurück. Nun weiß ich nicht, wie alt ihr seid, liebe Zuschauer, aber ich kann mich erinnern, als ich als kleiner Junge mit meiner nicht-digitalen Kamera zum Flughafen fuhr und mir an der Kontrolle gesagt wurde, bitte lege die Kamera nicht mit auf das Band, die Röntgenstrahlen machen die Aufnahme unbrauchbar. Wenn uns dies also auf der Erde erzählt wird, wie kommt es dann, dass die Aufnahmen der Astronautendarsteller vom Mond mit der Hasselblatt-Kamera nicht unbrauchbar wurden, von ihren Körpern mal ganz zu schweigen, denn ihre Raumanzüge waren ja nicht mit Gold beschichtet. Richtig, sie haben den Überblick über ihre Märchen längst verloren. Sie erzählen uns, dass sie viele tausend Kilometer im All waren und es dort diese Strahlung gibt. Und dann vergessen sie, dass diese Art von Strahlung, von der sie berichten, so schlimm ist, dass sie sterben würden und ihr ganzes Bildmaterial vernichtet würde, wenn es sie gibt. Als man jedoch die Astronauten auf ihre Reise durch die Strahlungszonen ansprach, sagten sie, wir haben davon gehört, dass es diese Strahlung gibt, aber wir haben nichts davon gemerkt. Auch wenn wir unsere Augen zumachten, dann sahen wir keine Lichtpunkte. Und das waren tatsächlich die Strahlungspunkte. Oder Alan Bean, der sagte, oh, naja, damals war die Strahlung ja noch nicht entdeckt worden. Ja, das war lustig. Oh ja, unglaublich. Meine letzte Frage zur flachen Erde, bevor wir uns dem Dinosaurier-Schwindel widmen. Ich habe eigentlich für diese Show mehr über die Dinosaurier geplant, aber jetzt bin ich froh, dass wir noch ein zweites Mal die flache Erde besprochen haben. Ich denke, das war nötig. Was werden all diese studierten Astronomen, die NASA-Angestellten, die Klimaforscher, Kartografen, Astronautendarsteller und staatlichen Wissenschaftsangestellten machen, wenn die Erdkugel als ein Schwindel entlarvt wird? Naja, ihre von Freimaurern vermittelten Arbeitsplätze werden sie wohl verlieren, weil sie bei ihrer Tätigkeit nicht gut genug waren. Bist du in Machtpositionen und wirst dann Freimaurer, dann steigst du innerhalb der Freimaurerei auf. Und warst du bereits Freimaurer, dann steigst du in Machtpositionen auf. Wenn diese Berufslügner in ihrer Propagandafunktion versagen und die Wahrheit herauskommt, dann verlieren sie nicht nur ihren Arbeitsplatz, sie verlieren auch ihre Glaubwürdigkeit. Nicht nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen, sondern jede offizielle Einrichtung, jede Universität und Schule, die diesen Unsinn lehrt, muss sich umstrukturieren und umdenken, woher sie ihre Informationen erhält. Auch die Gesellschaft muss sich umstrukturieren und umdenken. Zahle ich diese ganzen Steuern nur, um indoktriniert zu werden? Schicke ich meine Kinder in diese Schulen, wo sie ihnen diesen Unsinn erzählen? Unterstütze ich Politiker und ein System, das dieses Weltbild vertritt? Werde ich Soldat bei einem Militärapparat, der sich angeblich auf eine Invasion von Außerirdischen vorbereitet? Das System vermischt tatsächlich zurzeit militärische Propaganda mit Science Fiction. Es laufen Werbesendungen im Fernsehen, bei denen die US-Army vorgibt, dass sie gegen Außerirdische kämpfen wird. Das stimmt. Sie behaupten, wir sind bereit für den Kampf. Was ich sagen will, Mel, die Strategen der neuen Weltordnung treiben jetzt wirklich dieses Science-Fiction-Weltbild voran, mit dem sie uns rund um die Uhr indoktrinieren. Na, denke ich auch, absolut. Ich denke, wir sind wirklich dem nächsten Schritt ihres Programms sehr nahe. Dieser Schritt wird die Enthüllung, die Bekanntgabe, wie man es auch bezeichnen will, von Außerirdischen sein. Sie werden ihre holographische, technologische oder genetische Art von Erscheinung zeigen, irgendetwas, das die Bevölkerung davon überzeugen wird, dass diese Außerirdischen
Außerirdischen real sind und dass wir Menschen uns alle zusammenschließen müssen, um diese außerirdische Illusion entweder willkommen zu heißen oder sie zu bekämpfen. Dies wird die nächste große Stufe auf dem Weg zur neuen Weltordnung sein. Und dann stell dir mal vor, wie schwierig es sein wird, die Leute von diesem Schwindel abzubringen. Ich hab's doch schon immer gesagt. Erwartet von den Machthabern, der Regierung, niemals etwas Authentisches. Wenn irgendetwas passiert, dann wird es bestimmt ein False-Flag-Ereignis sein. Dieses Mal die Mutter aller False-Flag-Ereignisse, die Streitkräfte der gesamten Welt vereinend, die eine Weltregierung schaffend. Und wisst ihr was, Leute? Es wird ein Schwindel sein. Nichts daran wird echt sein. Wenn ihr denkt, dass ihr bisher Sklaven wart, dann wartet, bis es die neue Weltordnung gibt. Eric, die letzte Frage zum Dinosaurier-Schwindel. War es nicht erstmals in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass überhaupt irgendjemand über Dinosaurier sprach? Das stimmt. Die Person, die den Ausdruck Dinosaurier prägte, den Begriff dessen, was diese angeblichen Wesen waren, war im Jahre 1842 ein zum Ritter geschlagener Freimaurer namens Richard Owen. Kein Volk und keine Zivilisation vorher hatte je diese Dinosaurierfunde gemacht. Diese Knochen, die kurz nach der Vorstellung des Begriffs angeblich gefunden wurden. Als die Freimaurer jedoch einmal diese Idee entwickelten, dass es Dinosaurier gab und dass dieser das fehlende Glied in ihrer Evolutionskette sind, fand man überall Fossilien. Sie tauchten überall einfach auf. Und das blieb 150 Jahre lang bis zum heutigen Tage so. Bis zu dem Ausmaß, dass es heutzutage riesige Museen voller unechter Knochen gibt, die den Mythos verbreiten, dass es diese fantastischen Echsen wirklich gab. Wenn es so gewesen ist, dann sollten solch spektakuläre Viecher sämtlichen Kulturen in der ganzen Welt bekannt sein. Und wir sollten regelrecht über ihre Überbleibsel stolpern und sie selber ausgraben. Stattdessen werden sie von interessierten Kreisen vor der Öffentlichkeit hinter Schloss und Riegel versteckt. Und dass die Knochen erst gefunden wurden, nachdem die Evolutionstheorie der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, deutet auf einen Schwindel hin. Und tatsächlich haben sich bereits viele von diesen angeblichen Dinosauriern als Schwindel erwiesen. Zwei der Schwindler, welche die meisten der Dinosaurier, die wir heutzutage kennen, erschufen, sind die Knochenjäger Edward Cope und Othniel Marsh. Beide haben angeblich hunderte Dinosaurierarten und tausende Knochen entdeckt. Doch sogar zu ihren Lebzeiten wurden viele ihrer angeblichen Funde als Betrug entlarvt und nur ein Bruchteil der angeblichen Entdeckungen der beiden Lügner sind angeblich echt, obwohl sich sogar die ersten ihrer Funde als unecht herausstellten. Der erste entdeckte Dinosaurier wurde Trachodon genannt, was Zahnsaurier bedeutet. Und alles, was sie fanden, waren drei nicht identifizierte Zähne. Auf diesem Fund erschufen sie das ganze Tier. Und seitdem wurde es nicht viel besser. Die angeblich authentischen Beweise, aus denen sie die Gattung Dinosaurier erschufen, sind so etwas wie ein Oberschenkel und ein Armknochen. Sie wissen nicht einmal, woher sie stammen, und damit rekonstruieren sie den Schädel, die Haut, einfach alles vom Tier. Sie beabsichtigen mit diesem Dinosaurier-Design den Betrachter glauben zu machen, dass sie genau wüssten, wie diese Geschöpfe ausgesehen haben. Jedoch wurden sie immer wieder dabei überführt, wie beispielsweise die Knochen eines Brontosaurus merkwürdigerweise mit denen einer Giraffe übereinstimmen. Und wie die Knochen von einigen dieser Tiefseedinosaurier verdächtig genau denen eines Blauwals gleichen. Die Dinosaurier-Theoretiker geben sogar zu, dass sie Knochen von wirklichen Tieren verwenden, um diese unechten Dinosaurier-Skelette zusammenzustellen, die es niemals gegeben haben kann. Viele dieser Ausstellungsstücke benötigen Drähte, um Köpfe, Schwänze und Arme oben zu halten, weil sie unter ihrem eigenen enormen Gewicht zerquetscht werden würden. Beim Tyrannosaurus Rex beispielsweise wären seine winzigen Kniegelenke nicht in der Lage gewesen, seine ganze Masse zu tragen. Und sein nach vorne geneigter Oberkörper könnte nicht von dem Schwanz ausgeglichen werden. Er ist zudem viel schwerer als der Schwanz. Die Dinosaurier könnten sich somit auf diese Weise nicht ordentlich bewegen. Die Vorstellung, dass es diese Gattung von riesigen, sich eigenartig bewegenden Wesen überhaupt gegeben hat, wird in Frage gestellt. Also präsentieren uns diese Freimaurer mal wieder Science Fiction, um uns zu überzeugen, wie zum Beispiel Raumschiff, Enterprise, Star Wars, die Raumfahrtagenturen, Filme wie In einem Land vor unserer Zeit und Jurassic Park. Zwischen Pseudowissenschaft und Science Fiction gibt es keine Grenzen.
Nun wird uns ja erzählt, dass die Erde viel kleiner war und die Gravitation nicht so stark gewesen ist. Und dies seien die Gründe dafür, dass diese sehr schweren Dinosaurier zu dieser Zeit die Erde bewohnen konnten. Sie stellen immer wieder weiter diese angeblichen Knochen aus. Was jedoch nie ausgestellt wird, sind Knochen von Riesen. Ich habe gehört, dass das angesehene Smithsonian Institut jeden Beweis für Riesen verschwinden lässt. Schon vor Jahren habe ich das ständig in meiner Show angesprochen. Der Vater eines unserer Hörer lebt im Iran und damals war dort ein Erdbeben, wodurch eine ganze Stadt an die Oberfläche gekommen ist. Sie untersuchten die Knochen und stellten fest, dass in dieser Stadt 2,70 Meter große Frauen lebten. Niemand möchte darüber sprechen, dass es auf der Erde riesige Menschen gab. Stimmt, das ist die Wirklichkeit, die sie verschleiern. Viele dieser wirklichen riesigen Knochen könnten sicherlich von Riesen stammen und die Leute haben diesem Institut Skelette von Riesen übergeben, die jedoch verschwunden sind. Es existieren sogar Berichte von Mitarbeitern dieser Einrichtung darüber, wie sie sahen, dass das Smithsonian Knochen von Riesen im Meer versenkte, um sie loszuwerden. Es gibt seit Tausenden von Jahren Hunderte von Meldungen aus aller Welt über die entdeckten Skelette von menschlichen Riesen. Es gibt objektive Beweise, dass es dieses Phänomen gibt, so wie es keinen einzigen objektiven Beweis für Dinosaurier gibt. Dinosaurier sind seit tausenden Jahren nicht entdeckt worden und man konnte nirgends ihre Knochen sehen. Die Machthaber verwehren uns den Zugang zu den angeblichen Knochen, wohingegen es riesige Knochen wirklich gibt. Es gibt jedoch eine große Verschwörung, dies zu vertuschen. Jeder Finder von riesigen Knochen, welcher dem Smithsonian oder anderen Instituten diese Überbleibsel überlässt, sieht sie später nie mehr wieder. Spricht man das Smithsonian auf die Funde an, leugnen sie, dass sie jemals riesige menschliche Skelette gesehen haben und dass es sowas nicht gibt. Dieser Betrug ist gewaltig. Nicht nur, dass die Herrschenden uns mit der Existenz von Dinosauriern beschwindeln, sie vertuschen, dass es ein wahrhaftiges Phänomen von riesigen Menschen gibt. Wenn sie riesige Knochen unbekannter Herkunft finden, ist es für sie ein leichtes zu behaupten, dass sie von einem Dinosaurier stammen, das passt zu ihrem fehlenden Glied in der Evolutionskette. Tatsächlich gibt es jedoch Riesen wie die Orks und es gibt uns Menschen hier in der Mitte. Die Welt gleicht in diesem Sinne sehr dem dritten Zeitalter in Der Herr der Ringe, dass es tatsächlich diese verschiedenen Größen von Menschen gibt, die geschaffen wurden. Der Homo floresiensis in Indonesien. Es gibt noch riesige Menschen. 2,40 Meter bis 2,70 Meter große Menschen leben heutzutage noch. Es gibt Schilderungen von lebendigen, riesigen Menschen, als die spanischen Eroberer vor 500 Jahren zum ersten Mal Amerika erreichten. Sie waren den amerikanischen Ureinwohnern gut bekannt und sie haben zahlreiche Berichte über sie. Überall in Nord- und Südamerika sind Grabhügel mit Skeletten von Riesen ausgehoben worden und man kann sich die Zeitungsartikel aus dem 19. und aus dem 20. Jahrhundert bis in die heutige Zeit hinein anschauen, in denen über Funde riesiger Skelette berichtet wurde. Wenn man sich jedoch diese Skelette anschließend in Museen oder Ausstellungen anschauen möchte, sind sie verschwunden. Sobald man sie entdeckt, werden sie unter den Teppich gekehrt. Forscht man jedoch nach, stellt man fest, dass es reichlich Beweise für die Existenz von Riesen gibt, im Gegensatz zu den spärlichen Beweisen dafür, dass es Dinosaurier überhaupt je gab. Möchte denn niemand unsere wirkliche Geschichte wissen? Wenn wir einmal über unsere Herkunft Bescheid wissen, wissen wir, wer wir sind. Wir kennen unsere Zukunft, ob wir auf einer flachen Erde leben oder nicht. Ich denke, ich komme zu der Schlussfolgerung, dass wir in einer Scheinwirklichkeit, wie im Film Die Truman Show, leben. Nicht wir Wahrheitssucher, aber die meisten Leute akzeptieren die Wirklichkeit dieser Scheinwelt, wie sie uns gezeigt wird. So einfach ist das. Ja, hallo zusammen. Ein neuer Teil der Urbano Monti Karte aus dem Jahre 1587 und diesmal geht es um die von Monte angezeichneten Riesen in Südamerika, die wir hier sehen. Region der Gigante, ja. Er hat auch die etwas größeren Indianer gezeichnet. Aber definitiv auch die Riesen. Inwieweit Riesen. Ist diese
ja, Zeichnung von Urbane Monti ja beweisbar, dass es existent war. Und zwar habe ich da nachgeforscht und nachgeschaut. Ich habe versucht, alte Historiker zu finden, die ja Logbücher, Schiffsbücher und Berichte der Magellan-Besatzung der Flotte übersetzt haben ins Deutsche. Und dabei bin ich auf einen deutschen Historiker, Dr. August Bürk, gestoßen. Das Problem ist, dass man über Dr. August Bürk keine näheren Informationen im Netz findet, außer seine historischen Werke, die Bücher. Er war ein Doktor, Schriftsteller, Historiker. Und das Einzige, was wir finden, ist, dass er mit der Schauspielerin Marie Bayer-Bürk verheiratet war. Ja, da ist Dr. August Bürk. Wir finden noch unter seinen Büchern Angaben, wann er gelebt hat, aber mehr nicht über ihn. Weder seine Schulbildung noch sein Werdegang. Zumindest habe ich nichts davon finden können. Seine Bücher aber sind vorhanden. Ja, und zwar möchte ich heute über das Buch von Magellan oder die erste Reise um die Erde sprechen. Und zwar aus dem Jahre 1844, meine Lieben.
Ich habe jetzt keine Lust, diese schwachsinnige Geschwindigkeit auszurechnen, weil wir fliegen also mit einer Machtgeschwindigkeit durchs Weltraum. Die Erde dreht sich mit 1600 Stundenkilometer um die eigene Achse und wir liegen an einem sonnigen Tag an einem spiegelglatten See. Es wirken keine Zentrifugalkräfte. Wolkenlos. Man wartet auch auf ein laues Lüftchen. Surfer oder Segler oder Segelflieger warten auf eine Brise. Die Leute, die darauf beharren, die Erde drehe sich um die Sonne, behaupten unter anderem auch, dass Menschen, die am Äquator stehen, mit 1600 km pro Stunde um den Erdball herum gedreht werden. Diese Leute behaupten auch, dass die Erde gleichzeitig mit über 100.000 km pro Stunde um die Sonne kreist. Und dass unsere Sonne zur selben Zeit mit über 960.000 km pro Stunde um das Zentrum des Universums rast. Und trotzdem wissen Sie und ich genau, dass wir an vielen Tagen draußen stehen können, ohne dass der Wind ein einziges Haar bewegt. Die Kontinente können sich also bewegen wie auf einer Flüssigkeit. Wenn die Erde sich drehen würde, wenn sich irgendetwas dreht, jeder weiß, wenn man das ganz schnell dreht, wird sich alles zum Äquator hin bewegen. Zentrifugalkraft würde die Kontinente zum Äquator schieben. Bei einer Kugel mit einem Radius von 4000 Meilen, die in 24 Stunden eine Umdrehung macht, kann man leicht ausrechnen, wie schnell sich jeder Punkt bewegt. Eine Person am Äquator wird demnach mit 1000 Meilen pro Stunde herumgeschleudert und sie merkt es nicht. Das ist offensichtlich totaler Blödsinn. Wenn man sich in einen Kreisel setzt und der dreht sich mit vielleicht 10 Meilen pro Stunde, bekommt man einen ordentlichen Drehwurm. Und Sie wollen mir erzählen, dass Menschen in so einer Geschwindigkeit herumdrehen und nichts merken? Dieser ganze Raum, in dem wir sind, soll sich angeblich so schnell bewegen. Und wir merken es nicht? Und nicht nur, dass man das nicht merkt, sondern man kann es auch gar nicht sehen. Man sieht es immer nur auf diesen Fake-Bildern, auf diesen computergenerierten Bildern von der NASA. Da sieht man eine drehende Erde. Das sind ja auch die, die ja behauptet haben, wir haben jetzt den Beweis. Wir waren ja auch auf dem Mond und wir können euch sagen, hier, das ist die Erde. Aber es existiert kein einziges Bild davon. Das gibt es nicht. Das ist alles Fake. Und hier sieht man ja auch, die Kamera, die filmt ja gerade, und wo man da sieht, was sie filmt, da steht ja alles. Aber das könnte ja ein optischer Fehler sein, eine optische Täuschung. Nur, die Kamera ist eine Stunde 50 Minuten unterwegs. Wenigstens müsste sie dann müsste doch wenigstens der Wetterballon 1000, 2000 Kilometer entfernt vom Ausgangspunkt landen. Und wo landet sie? 150 Kilometer in der Nähe, wo sie gestartet ist. Also fast eine Punktlandung. Irreführende Texte könnte das sein. Irreführende Thumbnail. Thumbnail weiß ich jetzt nicht. Wenn
Leben in einem Terrarium über uns ist Wasser, 100% flache Erde, Mondfinsternis. Zurück zur Sonne. Okay, klar und deutlich erkennt man, das sind 150 Millionen Kilometer. Das sieht man sofort, da brauche ich nicht ins Buch schauen. Wenn das aber dann doch nicht 150 Millionen Kilometer sind, die die Sonne von der Erde weg ist, sondern wird es in diesem Modell einfach, dass die Erde, zumindest die Oberfläche, flach ist. Ob die halbkugelförmig ist, weiß ich da nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Nur rundherum sieht man, dass man eben nicht runterfällt. Die dicke, fette Eisschicht. Was ja auch Sperrgebiet ist. Aber jetzt hier die Sonne. Einfach mal schauen. Und auch wie sich der Schatten um die Sonne herumbildet auf dieser waagerechten Plan gerade Erde und sich dann noch mal ein paar Mal einen Sonnenaufgang oder Untergang man im Zeitraffer anschaut, wie das wirklich aussieht. Ob das nicht viel mehr aussieht, dass die Sonne wirklich auf einen zukommt und in immer derselben Höhe ist. Ja, kommt direkt zur Kamera. Das ist alles eine Frage der Perspektive und vor allem, da wir alle keine Adler sind, sondern wir sind als Menschen, haben wir nun mal eine begrenzte Fernsicht. Wir haben nun mal eine begrenzte Perspektive. Wir können nicht ohne Sehhilfen irgendwie unendlich weit sehen. Deswegen ist etwas, was weit weg ist, wird immer kleiner, dass man es nicht mehr sieht. Und da wir einen begrenzten Horizont haben, sieht es halt immer so aus, als wenn irgendwas verschwindet. Genauso wie hier, eine Bahnschiene. Kilometerlange Bahnschienen, kannst du hinfahren, kannst du selber gucken. Wenn da ein Zug kommt und du weißt genau, die Strecke, die ist 10 Kilometer geradeaus. Und ein Zug fährt vorbei, dann sieht man, wie der Zug immer kleiner wird und dann irgendwann mal, wenn jetzt zum Beispiel hier die Aufnahme lang genug wäre, irgendwann auch verschwindet. Das ist nun mal so, dann auch optisch, wenn
auch die Sonne eine gerade Bahn über die Erde zieht, dass es dann so aussieht, als wenn sie dann auch verschwindet. Aber das ist nur eine Sache der Perspektive. Man denkt, sie steigt auf und sie geht unter. Macht sie aber nicht. Macht sie aber nicht. Genauso wenig in der Nähe von Holland hat man einen Windpark gebaut, vom Strand aus, je nachdem von wo man guckt, 20 bis 30 Kilometer weg. Sieht man mit bloßem Auge nicht, aber nicht weil die Erde krumm ist, sondern weil man einfach so lang, so weit, so eine weite Strecke nicht gucken kann. Und man denkt, es ist im Meer verschwunden. Naja, die Erde ist ja rund. Nee, nimmt man aber ein Objektiv, was dementsprechend die Kraft hat, die Sachen ranzuzoomen, auf einmal sieht man, oh, super. Da ist ja der Windpark. Ja, lecko funny. Und wenn ich wieder zurückzoome, ja, dann verschwindet es hinterm Horizont. Wie eben auch die Sonne hinter dem ebenen, flachen Horizont verschwindet. Ganz einfach. Ist in beiden Fällen haargenau das Gleiche. Und das macht auch wirklich Sinn. Ich meine, schaut euch an. Der Panama-Kanal auf beiden Mündungsebenen, der Fluss ist 100 Kilometer ungefähr lang, hat aber, die Schiffe werden auf der einen Seite um 26 Meter angehoben, weil ja in der Mitte in dem Land halt ein See ist, den die ja nutzen, um die Abkürzung zu nehmen. Und dann werden die Schiffe wieder um 26 Meter abgelassen. Auf beiden Seiten über 100 Kilometer, haargenau die gleiche Höhe. Laut Erdkrümmung ist das unmöglich. Der Suezkanal, mittlerweile 200 Kilometer lang, der müsste auf einen Höhenunterschied haben von 2000 Metern. 2 Kilometer Höhenunterschied, aber nichts. Der hat keine Schleusen, der Suezkanal. Wasser ist spiegelglatt, waagerecht. Wie das halt nun mal so ist im Wasser. Ich meine, wann soll denn das Wasser anfangen, auch krumm zu werden? Und auch hier das mit der Sonne, das macht total Sinn. Oder wir fliegen hier mit, ja, 1600 Stundenkilometer. Und also dreht sich die Erde und wir fliegen auch noch mit 200.000 Stundenkilometer durch die Weltgeschichte. Mein Gott, echt. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Modell zurückkehren, wo ja die Sonne um die Erde, auf der flachen Erde kreist. Und jetzt schauen wir nochmal genau hin. Im Zentrum ist die Sonne und rundherum der Lichtkegel. Und das macht wieder Sinn, wenn man jetzt mal in der Realität sieht, wie jetzt tatsächlich ein Sonnenuntergang aussieht. Nicht wie von der NASA in diesen Fake-Bildern, dass die komplette gesamte Erdhälfte komplett wie abgeschnitten, ne, schwarz-weiß quasi ist, weil das würde ja tatsächlich so aussehen, wenn die Sonne so weit weg wäre. Aber wenn ja dann die Sonne doch nicht so weit weg ist, sondern relativ flach über der Erde kreist, dann sieht man ja den runden Bogen, den runden Kreis vor der Sonne, hinter der Sonne, überall, links, rechts, überall, ist ja rund. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an und dann achtet mal auf diesen Kreis, bevor die Sonne, bevor die letzten Sonnenstrahlen ja ganz weg sind, wie lange die Sonne weg ist und den Kreis auch vor sich her schiebt oder hinter sich her zieht. Völlig einfach. Man muss nur einfach mal hinschauen mit den richtigen Gedanken. Thank you.
Warum berichte ich überhaupt darüber? Ich weiß ja, oder ich wusste von vornherein, sobald ich den ersten Film darüber veröffentliche, oh Gott, da ist noch ein Spinner mehr. Gut, am Anfang, als ich das nur mal gelesen habe oder darüber nachgedacht habe, flache Erde, weil es wird ja so antrainiert, ach ja, um Gottes Willen, früher die Idioten, wir sind jetzt schlau. Und genau das ist ja der Punkt. Ich glaube eben nicht, dass früher alles Idioten waren. Jetzt sind wir die Idioten. Weil wir jeden Scheiß, ich zum Glück weniger, aber auch ich habe so viel in meinem Leben geglaubt und ich glaube auch heute wahrscheinlich noch so viel Blödsinn, was mit dem Leben nichts zu tun hat. Aber davon auszugehen, was immer so gepredigt wird, ja, ja, Millionen, das ist ja eine gute Begründung, immer ja, Millionen und der Mensch stammt vom Affen ab und du musst glauben, dass du ein Zufallsprodukt bist. Ein Stück Scheiße im Prinzip, der arbeiten gehen darf, der alles glauben muss, was im Fernsehen kommt, was die Lehrer dir sagen und. Dass du nie mehr im Leben selber darüber nachdenkst und vor allem mal stolz darauf bist, wow, ein Mensch zu sein, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Aber aus einem ganz anderen Grund, weil da ja doch das nicht so Zufall ist, weil wir erstmal nicht durch den Weltraum fliegen mit so und so viel Geschwindigkeiten und wir aufpassen müssen immer, oh, um Gottes Willen, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo gegen einen anderen Planeten knallen und, oder die Sonne geht mal irgendwann. Alles der ganze Quatsch, der so erzählt wird. Nein, die Erde ist ein Plan. Punkt. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Punkt. Wir können wirklich stolz und selbstbewusst sein, aber nicht Nationalstolz. Ich bin stolz ein Deutscher, ich bin stolz ein Franzose. Kann man zwar auch sein, ist mir egal. Nur, ich meine, Mensch. Mensch sein. Zu wissen, dass das nicht alles nur Zufall ist. Wirklich wissen. Nicht glauben oder überzeugt sein. Wissen. Und ich glaube, das ist auch der große Punkt, oder der wichtige Punkt, warum die Amerikaner irgendwann mal gedacht haben, wir müssen mal was faken. Das ging wahrscheinlich nicht nur darum, den Russen eins auszuwischen damals,
Wir faken einfach eine Mondlandung, erzählen da den größten Scheiß, machen alles im Studio und verarschen die Leute, weil früher, ja, da war nochmal, oh, boah, ja, da war man ja noch naiver. Und man stellt sich ja erstmal so die Frage, oder man stellt sich ja nicht die Frage, ja, die werden uns ja nicht verarschen. Um dann zu sagen, ja, wir waren auf dem Mond und wir haben die runde Erde gesehen. Genau das ist der Punkt. Oder ein wesentlicher Punkt. Dass es heißt, ja, Wettstreit mit den Russen und. Das ist ja Quatsch. Das sollen wir glauben. Der Hintergrund ist aber, so, jetzt haben wir hier die Berichtigung. Wir haben gesagt, hier, guck mal, so sieht die Erde aus. Da wird schön rumgepinselt. Ist ja gut gemacht. Man denkt ja auch nicht drüber nach. Und zack, laufen wir dann seitdem, spätestens seitdem, mit dem hundertprozentigen Wissen, das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her, und wir halten uns für so schlau, weil wir alles nur aus dem Fernsehen wissen. Wie blöd muss man eigentlich sein? Und genau aus diesem Grund, ja, habe ich jetzt ein paar Mal darüber berichtet und ich berichte auch noch ein paar Mal wahrscheinlich darüber, weil es einfach zu blöd ist, zu glauben, Wasser ist irgendwann mal krumm, die Erde dreht sich und alles ist trotzdem ein spiegelglatter See, ohne Zentrifugalkraft. Du fliegst mit dem Flieger zu den Kanaren. Ein Flugzeug fliegt 800 Stundenkilometer. Und wir haben noch ein Problem. In eine Richtung komme ich entweder nie an, weil die Erde dreht sich ja mit 1600, oder umgekehrt, warum fliege ich überhaupt 4 Stunden? Ich brauche nur kurz anheben, den Boden verlassen. Von mir aus, wegen der Erdbeschleunigung, wenn es die gäbe, fliege ich halt mal kurz ein paar tausend Meter hoch. Und dann kann ich sofort wieder landen. Also ich muss ja über die Berge, genau. Fliege ich halt so hoch, dass ich wenigstens über die Berge komme und lande dann wieder. Aber das dauert dann keine 4 Stunden. Ballonfahrer. Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall der davon 30 Kilometern da mit dem Fallschirm gesprungen ist. Also erst mit dem Ballon hoch und dann runter. Der war auch so lange unterwegs. Ist auch, glaube ich, 70 Kilometer vom Ausgangspunkt wieder gelandet. Also entweder habe ich eine komplette runde Geschichte und habe dann nicht immer noch Löcher, die ich dann stopfen muss, um das dann mit Inhalt zu füllen. Aber nicht nur davon auszugehen, es ist eine Theorie. Alles, was man zur flachen oder runden Erde findet, deutet immer darauf hin, alles, was mit der runden Erde zu tun hat, sind Fantasien, Fantastereien, die mit nichts bewiesen sind und man tut so, als wäre es bewiesen. Aber alles, was man in Bezug auf einer flachen Erde findet, ist alles klar und logisch und liegt vor einem. Und dann kommen die Pisser um die Ecke, du bist ja doof, du bist ja hier, kennst du nicht Kinetik und. Dabei sieht man die Astronauten, wie die mit ihren Handzeichen ein auf ja, Satansanbeter machen, wie das gang und gäbe ist. Jamal de Busch, bei jeder Gelegenheit macht er dieses Spiel. Er stellt sich hin, das kann er, oder? Sich erkennen geben, ich gehöre zu Lucifer, sagt er damit. Er gibt mir die Macht, verstehst du? Und das sind die Leute, die heute die Welt regieren, versteht ihr das? Das sind die Leute, die Krieg führen. Das ist ein und derselbe Club. Man sieht hier, wie die klar lügen. Haltungsseile, weil die ja in der Schwerelosigkeit sind. Oder die Interviews, die geben. Und dann alle paar Minuten, dann sind sie mal kurz schwerelos, weil die nämlich in einem Flugzeug sitzen. Das wird einfach nur dargestellt. Und dann komischerweise sitzen sie wie die Orgelpfeifen und gehen dann Interviews, ohne durch den Raum zu schweben. Ja, wie behämmert. We'll be right back.
Also du sagst, das ist ein großer Unterschied, wirklich in den Weltraum zu fliegen und mit eigenen Augen zu sehen, dass die Erde rund ist. Die Erde mit eigenen Augen aus dem Weltraum zu sehen? Hast du? Sieht das echt aus? Haben wir nichts Besseres? Das hier? Moment mal, die Wolken bewegen sich nicht. Die runde Erde aufgenommen von Apollo 11, dann von Apollo 17 und dann von einem Satelliten. Welche von den dreien ist nun die richtige? Sind die Halterungsseile bei dem Astronauten Chris Hadfield so eine Art Schwerelosigkeitsverstärker? Sind das Sauerstoffflaschen im Weltraum? Ist der Kontinent im Hintergrund auf der runden Erde proportional nicht deutlich zu groß geraten? Die halbe Welt hat sich also entschieden, das Licht nicht einzuschalten? Ist das hinter der ISS wirklich die Erde oder handelt es sich um ein Erdmodell? Prallt die Tasche da gerade mitten gegen das Erdmodell? Vermutlich alles nur Animationen. Mehr bekommen wir nicht zu sehen. Die NASA macht doch so viel im Weltraum. Wo sind die tausenden Fotos, die es von der Erde geben müsste? Über all die Jahre hast du immer nur einen Plastikball mit einigen Wolken, einer Atmosphäre und Gesteinstexturen gesehen und glaubt es deshalb ernsthaft. Nein, nein, was kommt denn später? Die Szene wird nie wieder gezeigt, ja? Versuchen Sie es mal hier. Stop. Was denkt ihr? Wer hat hier wohl die Kamera geführt? Haben Sie einen Astronauten als Kameramann auf dem Mond zurückgelassen? Haben die Menschen in Neuguinea, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Tasmanien, Singapur, Malaysia und den Philippinen keine Elektrizität? Haben sie wirklich kein Licht? Und wo zum Teufel ist der Mond? Irgendjemand schwindelt hier. Aber ist egal, mir geht's darum, dass eigentlich der ein oder andere sich darüber freuen sollte, dass wir nicht eben mal ein Klumpen Zufallsprodukt sind, sondern dass wir alle viel, viel Macht haben. Man muss sich dieser Macht nur bewusst sein. Und ich rede nicht Macht im Sinne von Krieg führen oder Leute umbringen. Nicht, dass das jetzt hier noch einer falsch versteht. Okay, viel Spaß. Das war's. Inventio Fortunata, Erforschung der Arktis, mit einem Bericht von Nicholas O'Flynn. Gelesen von der amerikanischen Geographischen Gesellschaft, Chickering Hall, 15. Mai 1880, von Benjamin Franklin de Costa, aus dem Englischen von Paul Breuer, Verlorene Länder, das Buch Inventio Fortunata, Glückliche Entdeckung, Flache Erde, Erforschung der Arktis, von Reverend B.F. de Costa. In früheren Zeitperioden richteten Seefahrer ihre Unternehmungen in Richtung Norden. Ihre Ermutigung, ein mit Rätseln und Romantik verbundenes Gebiet zu erforschen, fanden sie durch die Tatsache, dass große Ströme sowohl im Meer als auch in der Luft bereit waren, ihnen als Lotse zu dienen und ihnen auf ihrem Wege zu helfen. Die Natur erscheint im Norden unvollkommen, da der Wärmeäquator keineswegs mit der Äquatorlinie übereinstimmt. In Teilen des Pazifiks verläuft der Wärmeäquator südlich des geografischen Äquators, aber woanders strömt er 10 Grad nördlich der Linie und von dort
Dort werden warme Wellen zum Pol hin geworfen. Wenn sich der Seefahrer seinen Weg in die oberen Breiten erkämpft, nutzt er die mächtigsten Kräfte der Natur. Die unerschütterlich nach Norden zeigende magnetische Nadel ist das Kennzeichen seiner geistigen Einstellung. Dieses Zusammenspiel von Natur und Mensch ist prophetisch und kündet von einem triumphalen Ergebnis. Wann oder unter welchen Umständen die erste Seefahrt in die Arktis unternommen wurde, ist heutzutage nicht bekannt. Am Anfang der Geschichte wurden die nördlichen Regionen als das Reich der ewigen Nacht dargestellt. Dort an den Grenzen eines gewaltigen Meeres schwelgten die Zeimerier in allgemeinem Trübsinn. Ihre Gepflogenheiten formten das Motiv von fantastischen Fabeln. Die frühesten Weltkarten zeigten die Polargebiete jedoch als eine wässrige Ödnis, während es wenige überlieferte Berichte aus dieser frühen Zeit gibt, die eindeutiger sind als jene von Skymnos von Clio, der um 900 vor der Zeitenwende wirkte und der sagte, dass es an den Ausläufern der Kelten einen nördlichen Gipfel gibt. Er ist sehr hoch und ein Kap in das stürmische Meer entsendet. Letron denkt, dass das Wort für den Berg Meru ein poetischer Begriff ist und auf eine Gebirgskette hindeutet, deren Gipfel im Norden dieselbe Stelle einnimmt wie der Ätna im Süden, der Kaukasus im Osten und der Atlas im Westen. Die erste Seefahrt in die Arktis wird Pytheas, dem hervorragenden phönizischen Astronomen und Geographen aus Marseille, zugeschrieben, der 320 vor der Zeitenwende wirkte. Seine Werke waren im 5. Jahrhundert noch erhalten, können aber heute nicht aufgefunden werden. Plinius der Ältere und Eratosthenes von Kyrene schenkten seinen Berichten volle Glaubwürdigkeit, obwohl Strabon Pytheas sehr feindlich gegenüberstand und dessen Berichte ignorierte, mit der Behauptung, dass er sich seine Kenntnisse der Astronomie und der Mathematik zunutze machte, um seine unwahren Berichte zu erfinden. Mit mehr Vernunft als Strabon dachte sich jedoch Plinius, dass er seine Erfahrungen der Forschungsreisen verwendet. Der letzte Herausgeber von Strabon teilte hingegen nicht die Bedenken seines Autors. Laut Plinius und anderen segelte Pytheas durch die Straße von Gibraltar nach Norden zu den britischen Inseln, wo seine Landsleute zu verweilen pflegten, und nachdem man zu Fuß durch England wanderte, setzte man seinen Weg nach Norden zu einem Ort namens Thule fort. 6 Tage Seereise vom nördlichen Teil Britanniens aus. Strabon stellt ernsthafte Fehler in seiner Erzählung von England heraus, aber die Fehler dürften hauptsächlich den Umschreibern zugeschrieben werden. So nennt Timaios Vectis die Insel White Mictis und setzt sie 6 Tage Seereise von Britannien entfernt. Zu Zeiten Plinius waren diese Gebiete gut bekannt und er schrieb von Schreibern, die einige andere Inseln erwähnen. Skandia nämlich, Dunna und größer als alle anderen Nerigos, von welcher Menschen mit dem Schiff nach Thule fahren. Plinius Naturgeschichte, Buch 2, Kapitel 75 und Buch 4, Kapitel 13, 30 und 36. Strabon sagt, es ist wahr, dass Pytheas von Marseille behauptet, dass das am weitesten nördlich gelegene Land von den britischen Inseln aus Thule ist, von welchem er sagt, dass der nördliche Wendekreis und der Polarkreis eins sind. Er zeichnet diesbezüglich jedoch keine Einzelheiten auf, ob Thule eine Insel oder ob es bis zu der Stelle bewohnbar ist, an welcher sich der nördliche Wendekreis mit dem Polarkreis vereinigt. Buch 2, Kapitel 5 und 8. Strabons Herausgeber sagt dazu, dass der nördliche Wendekreis von Strabon an 24 Grad vom Äquator gesetzt wurde und höchstwahrscheinlich wurde von Pytheas der Breitengrad von Thule oder Island auf den 66. Grad Nord gesetzt, was mit dem Norden Islands übereinstimmt, an dem die beiden Kreise zusammenlaufen und sich vereinigen. Zum vorherigen mag man eine weitere Kritik Strabons hinzufügen, welche das Gegenteil der Beabsichtigten bewirkt, da der Meeresschwamm nichts als das sich im Norden bildende weiche Eis ist. Er ist es auch, der Thule und die anderen anliegenden Orte beschreibt, an welchen es laut ihm weder Erde, Wasser noch Luft getrennt gibt, sondern eine Verschmelzung all dieser einem Meeresschwamm ähnelt, in welchen die Erde, das Meer und alle Dinge aufgehoben waren, als wenn sie ein Glied wären und das Ganze zusammenfügen. Man kann es weder befahren noch hindurch segeln. Buch 2, Kapitel 4 und 1. So this is the piece that I've read from previously in a another movie that I did a long time ago. But this is the interesting part that comes from Pliny and Strabo regarding the pole, saying that there is a concretion
where according to him neither earth, water, nor air exist separately, but as a sort of concretion, in which the earth, the sea, and all things were suspended, thus forming, as it were, a link to unite the whole together. It can neither be traveled over nor sailed through. So this would be this sort of conglomerate point at the center of the earth, at the very XY axis of all of space and time, or all of the earth that we know, and that there would be a sort of a either a portal there, or that this is the way, this is where Mount Meru is, or that somewhere around here that there's, you know, activity that is unnatural or supernatural to what we know. So carrying on, when we're talking about the islands there, we're talking about, again, Scandia, Narragos, and the other islands there, from which persons embark for Thule. At one day's sail from Thule, he adds, is the frozen ocean, which by some is called the Cronian Sea. Nach einem Tag Seereise von Thule, fügte er hinzu, ist das Meer gefroren, was manche das Kronische Meer nennen. Es hat verschiedene Meinungen darüber gegeben, wo sich die Stelle der Abreise nach Thule oder Island befindet. Manche identifizieren Skandia mit Skandinavien, Bergos mit dem heutigen Bergen und Nerigos mit dem nördlichen Teil Norwegens. Gosselin ist jedoch der Ansicht, dass sich Bergos auf die schottische Insel Barra bezieht und Nerigos auf eine der nördlichen Landzungen namens Neri. Wie dem auch sei, es ist erwiesen, dass es in der Zeit von Plinius und lange, bevor es Menschen gab, welche die Insel Island kannten, die entweder von den Orkney-Inseln oder von der Küste Norwegens aus zu erreichen war. Wir neigen stark zu Letzterem, da die norwegische Stadt Bergen von jeher ein Abfahrtsort nach Island gewesen ist. Die früheste bekannte Erkundung Richtung Norden war jene, die von König Artus um das Jahr 505 veranlasst wurde. Der Experte auf diesem Gebiet ist Geoffrey of Monmouth, der 1152 Bischof von St. Asaph war und welcher die Historia Britonum verfasste, ein Werk, das die Grundlage der Fabeln und Ritterromane der Ritter der Tafelrunde bildete. Nichtsdestotrotz, wer auch immer sich von all den Behauptungen von Geoffrey abwendet, weil sie so viele Unwahrheiten enthalten, sollte die wohlbedachten Worte des schottischen Historikers David Hume erwägen, der über den Prinz der Silura sagt, dies ist das, was Artus in den Weisen von Taliesin und den anderen britischen Barden so pries und dessen militärische Errungenschaften mit so zahlreichen Fabeln vermengt wurden, dass man sich sogar einen Zweifel an seiner wahren Existenz erlauben darf. Obwohl Dichter, so fährt er fort, die am meisten gewisse Geschichten ihrer Dichtung entstellen und sich bei der Wahrheit eine befremdliche Freiheit herausnehmen, bei welcher sie die alleinigen Historiker sind, die es unter den Briten gibt, so haben sie doch eine gemeinsame Grundlage für ihre wildesten Übertreibungen. Dem Bischof von St. Asaph, der kein Dichter war, darf man daher Glauben schenken, wenn er solch einfache Tatsachen behauptet, dass um das Jahr 505 König Artus nach der Eroberung Irlands die Unterwerfung der Orkney-Inseln erreichte und nach Island segelte, welches er ebenso bezwang, nachdem er seine Feinde in Norwegen besiegte. Die Eroberung Irlands erforderte einen hohen Blutzoll, die von Island jedoch, wenn er dorthin fuhr, muss jedoch kampflos geschehen sein, da es in diesem Zeitraum dort nicht genügend Menschen gab, um irgendeinen großen Widerstand zu leisten. Hakluyt, welcher sich dieses Themas annahm, zitiert Geoffrey von Monmouth und sagte, dass Artus, nachdem er Irland unterworfen hatte, nach Island fuhr und es und seine Leute in seine Abhängigkeit brachte. Derselbe Verfasser erwähnt Maluasius als König von Island und berichtet von Soldaten, die er ausrüstete. Der König mag jedoch nur eine rhetorische Figur sein, denn es konnte dort keine Soldaten gegeben haben, es sei denn, wie woanders behauptet, dass Artus in Wirklichkeit Menschen in den Norden brachte. Hakluyt zitiert auch Lambert dahingehend, dass Artus seinen Weg nach Grönland fand. Wir können aber nachvollziehen, woher die Behauptung kommt, da die Weltkarte von Ptolemäus Grönland zu einem westlichen Ausläufer Norwegens machte, er sich somit also bei der Lage des Landes irrte. Es war daher für moderne Geschichtsschreiber sehr leicht anzunehmen, dass Artus auf seinem Feldzug nach Norwegen in Grönland war, daher dieser Fehler.
Vaurin, der im 14. Jahrhundert schrieb, bevor sich der Einfluss der Weltkarte von Ptolemäus allgemein bemerkbar machte, erwähnt Grönland nicht, obwohl er sagt, dass Artus mit Island Krieg führte und mit den Isländern kämpfte, die er schließlich besiegte. Godfrey von Monmouth weist nicht auf Grönland hin. Nichtsdestotrotz ist er für die Behauptung zuständig, dass Artus nach Island fuhr. Es ist denkbar, dass der Bischof von St. Asaph schlussfolgerte, dass die besuchte nordische Insel Island war. Und es ist gleichfalls denkbar, dass er sich in einem solchen Fall irrte. Die Erörterung dieser Behauptung ist jedoch nicht erforderlich. Dass Artus nach Island gefahren ist, lässt keinen Zweifel zu. Es gibt auch keinen Grund dafür zu behaupten, dass es dort im Jahre 505 keine Bewohner gab. Dass die Skandinavier 864 nur einige Mönche in Island fanden, beweist nicht, dass dies auch 250 Jahre früher zutraf. Beda Venerabilis, der 725 verstarb, wusste von Island und das Vorwort des Buchs der Besiedlung Islands, Landnamabok, erwähnt vorgefundene irische und englische Bücher, als die Skandinavier dort landeten. Der irisch-schottische Mönch und Gelehrte Dicuil war der Ansicht, dass es 795 Mönche in Island gab. Denn, so schrieb er 825, es seien 30 Jahre vergangen, seit einige Angehörige des Klerus, Kleriki, die in Island verweilten, ihm gewisse Dinge mitteilten. Er sagte ebenfalls, dass jene in ihren Schriften Island als von einem Eismeer umgeben beschrieben, durchaus falsch lagen, und bewies die Richtigkeit seines eigenen Berichts durch das Zeugnis von Geistlichen, die die Insel angefahren sind. Er führt jedoch an, dass sie bei Reisen in den Norden Islands das Meer zugefroren vorfanden. Die Dicuil schrieb auch, dass es nach 2 Tagen und 2 Nächten Seereise zahlreiche Inseln nördlich von Britannien gibt und dass ein glaubwürdiger Ordensbruder ihm
Wir sollten uns nicht länger etwas vormachen. Wir werden Angela Merkel als Kanzlerin einfach nicht mehr los. Zumindest nicht auf legalem Wege. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Deutschen haben sich an Angela Merkel gewöhnt. So wie man sich an Zahnfleischbluten gewöhnt. Es ist nicht schön, aber es tut auch nicht richtig weh. Man weiß, es wird böse enden, aber im Augenblick kann man es aushalten. Diese Frau ist in freien Wahlen unschlagbar und das muss man einfach mal festhalten. Angela Merkel ist und bleibt der FC Bayern München der deutschen Politik. Standardmodell der Kosmologie ein Irrtum? Die in der Wissenschaft vorherrschende Urknalltheorie wurde im Wesentlichen aus einer Beobachtung des US-amerikanischen Astronomen Edwin Hubble 1889 bis 1953 gefolgert. Im Jahr 1929 entdeckte er, dass durch die Aufspaltung des Lichts weit entfernter Galaxien eine Farbverschiebung in Richtung Rot entsteht. Diese Erscheinung wird in der Astronomie Rotverschiebung genannt. Der Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Beobachter werde dabei ständig vergrößert. Andere Wissenschaftler leiteten davon ab, dass das Weltall einmal auf einen einzigen Punkt konzentriert gewesen sei. Nicht nur der Bildschirm ist flach, die Erde ist es auch.
das gibt's im Netz in verschiedenen Varianten. Kann man also unter irgendwelchen, auf irgendwelchen Heimseiten findet man das. Auf Homepages findet man tatsächlich die Hypothese, die Erde sei flach. Und alle Wissenschaftler natürlich, die wären alle dabei bei der großen Flacherde-Verschwörung. Man würde es uns nur nicht sagen. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. If I say that the world is round and someone else says it's flat, that's worth reporting. But you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round. It's amazing to watch the White House continue to argue that the Earth is flat. Jeff Zeleny, Manu Raju, thank you so much. Nehmen wir mal an, wir sind aus einer Zeit, lange, lange vor aller Zeit. Die Erde bildet sich gerade. Wie soll aus einem unförmigen Klumpen aus irgendwelchem Material eine Scheibe werden? Wann bildet sich eine Scheibe? Wann? Now with the story behind the unusual sight in Maine, a giant floating disc of ice spinning in a river. Thank you.
distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. You know, only 60 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? As I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long. Because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Well, Admiral Byrd, are private expeditions a thing of the past? Is expedition and exploration, making expedition and exploration now purely a government function because of the tremendous cost of organization? No, I don't think so. I think down south, it may be more or less a thing of the past, but not other expeditions that go. There's a lot of them go north now. This latest expedition now on the way is a government expedition, I take it. Yes, that's the government. But, Byrd, may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents that are slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000, and it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The north really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Not compared to the south. Admiral Byrd, we often hear it said that our young Americans now aren't as hardy as their forefathers. Do you think that Americans do measure up to the standards, the physical standards and morale standards of the past? I do. I don't believe that. I think they're just as hardy. Well, what would you say was the most valuable factor on expedition? Is it morale or physical courage, or is it sheer equipment? Well, I've always thought that loyalty was by far the most important trait. The British told me that when I first went down in 28 that I couldn't possibly get through the winter night without a mutiny if I took more than 20 men. But to serve science, I had to take 42 men. Then I took 56 the next time, and so on. So, and I did find that loyalty was the most important thing during the winter night when it's very hard on your nerves. I think that's best trait. That's a very valuable characteristic at any time. Well, thank you very much, Admiral Byrd. It's been a great pleasure to have you here tonight. It's a pleasure to be with you. The opinions expressed on the Longines Chronoscope were those of the speakers. The editorial board for this edition of the Longines Chronoscope was Larry Lesueur and Kenneth Crawford. Our distinguished guest was Admiral Richard E. Byrd.